Gewürzsenf. Er ist besser als sein Ruf. Von Karl-Heinz Hoffmann. Früher wie heute geistert leider immer noch das Gerücht umher, dass Senf dumm macht. Der Name cyanogene Senföle kann dafür ein Grund sein. Er ist aber nur der Name cyanogene Senföle, denn diese Senföle sind im Senf nicht enthalten. Die Tatsache, dass cyanogene Senföle, die in Übermaß zu sich genommen werden, können tatsächlich zur Schwachsinnigkeit führen. Aber wie schon gesagt, sind diese Senfe nicht im Senf enthalten, sondern man findet sie in Bittermandeln und Bambussprösslein. Also von daher, der Senf ist darauf bezogen schon mal besser als sein Ruf. Hallo liebe Leserin, liebe Leser, liebe Zuhörer. Senf ist eine Sammelbezeichnung und gehört zu den Kreuzblütenpflanzen. Senf ist ein blühendes, gelb blühendes Wildkraut. Es ist von Mittelmeer bis zum Mittleren Osten verbreitet. Man kann davon ausgehen, dass die Griechen die ersten waren, die ihre Speisen mit Senf würzten. Im 4. Jahrhundert wurde der Senf das erste Mal in ihren Berichten erwähnt. Und schließlich im 8. Jahrhundert gelang der Einzug von Senf nach Mitteleuropa. Die französische Stadt Dijon erhielt im 13. Jahrhundert das Monopol zur Senfherstellung. Bis zum heutigen Tage gilt der Senf aus Dijon noch als besondere Spezialität. Der Senf wurde im Mittelalter gerne als Würzmittel für gepökeltes Fleisch genommen. Bekannt war damals schon, dass der Senf auch gut für die Verdauung ist. Dazu ist noch zu sagen, dass im Anschluss dann der Chili sich dazu gesellte. Zur Senfherstellung werden diese beiden vermischt. Durch das unterschiedliche Mengenverhältnis beim Mischen von den beiden Sorten wird der Schärfegrad ermittelt. Selbst wenn der Senf gemahlen ist, schmeckt er noch nicht scharf, da die ätherischen Senföle in Senf gebunden sind. Die Schärfe des Senftes wird erst durch die Flüssigkeit freigesetzt. Der braune Senf erreicht eine Höhe von einem ganzen Meter und ist der, der dem fertigen Produkt seine Schärfe gibt. Dafür verantwortlich ist das vorhandene Sinigrin. Das Sinigrin ist ein Glucosinolat, was aus dem Kaliumsalz der Myrinsäure besteht. Sinigrin ist im weißen Senf nicht vorhanden, wohl aber noch im indischen Senf.
Bei dem weißen Senf, der eine Höhe von 30 bis 70 cm erreicht, schmecken die gelben Samen weniger stechend, aber bitterer als beim braunen Senf. Fast wie bei der Bierherstellung entsteht eine Maische, die bei uns noch einmal vermahlen wird, wodurch der Senf eine cremige Konsistenz erhält und ein wenig dunkler wird. Durch das Fermentieren entsteht erst das Aroma. Mehr oder weniger, je nach Sorte, wird der Brei zu einer Paste vermahlen. Bei dem Vermahlen darf eine Temperatur von 50 Grad Celsius nicht überschritten werden. Dann bleiben die ätherischen Öle erhalten. Es gibt noch ein zweites historisches Verfahren, was angewendet wird. Das ist das Kaltvermahlungsverfahren, wo die Temperatur nicht über 27 Grad steigt. Dadurch werden die ätherischen Öle erhalten. Bei diesen Verfahren wird die Maische zwischen den schweren Steinen, die meistens aus Basalt oder Granit bestehen, zermahlen. Bei einem anspruchsvollen Senfhersteller, wo ich übrigens auch meine vielen Senfsorten herbekomme, wird dem Senf noch eine kleine Reifezeit gegönnt. Fast wie bei Käse. Nur nicht zu lange. Das war's wieder mal für heute. Ich hoffe, Ihnen der kleine Beitrag hat Ihnen ein bisschen Spaß gemacht und das Zuhören und das Lesen selber und da vielleicht das eine und andere, was Sie nicht wussten. Das würde mich sehr freuen. Bis dahin bleiben Sie gesund. Essen Sie viel Senf. Ich mache das auch, denn er ist gesund und eine kleine Verdauungshilfe. Bis zum nächsten Mal. Ihr Karl-Heinz Hoffmann.